In Israel wird zum dritten Mal innerhalb eines Jahres ein neues Parlament gewählt. Im vergangenen Jahr scheiterten nach zwei Wahlen alle Versuche einer Regierungsbildung. Auch nach dieser Wahl droht ein Patt zwischen der rechtsgerichteten Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanyahu und dem Blau-Weiß-Bündnis seines Rivalen Benny Gantz. In den jüngsten Umfragen lagen beide Lager fast gleich auf. Einen weiteren Urnengang wollen allerdings alle Parteien vermeiden. Zwei Wochen nach der Wahl beginnt gegen Netanyahu ein Korruptionsverfahren. Er ist der erste amtierende Regierungschef in der Geschichte Israels, der unter Anklage steht. Letzte Umfragen vor der Wahl deuteten aber darauf hin, dass Netanyahu nicht an Beliebtheit verloren hat. Da es auch in Israel Fälle von Coronavirus-Infizierten gibt, wurden gesonderte Wahllokale für Tausende unter Quarantäne stehende Israelis eingerichtet. Die Parteien befürchten die Verbreitung von Falschnachrichten über die Epidemie, was die Wähler an der Stimmabgabe hindern könnte.